Venedig ohne Massentourismus. Ein Traum wird wahr. Liebe Heidegger Reisegäste, wie Sie sehen, ich bin endlich wieder unterwegs. Die letzten Videos haben wir von zu Hause gedreht, denn die Grenzen waren dicht. Jetzt sitze ich aber in einem der ersten Züge, die Deutschland wieder mit Italien verbinden. Wir sind gerade über den Brenner gefahren und sind unterwegs nach Venedig. Und ich hoffe mir davon, dass wir die Stadt zum ersten Mal ohne Massentourismus kennenlernen können. Es gibt ja gerade keine Kreuzfahrtschiffe, es gibt keine Reisenden, die von außerhalb Europas kommen. Und ob wir die Stadt wirklich fast für uns haben und leer erleben können, das werden wir gemeinsam sehen. Folgen Sie mit mir nach Venedig. Wie Sie sehen, ich bin in Venedig angekommen. Und so habe zumindest ich Venedig im Juni noch nie erlebt. Hinter mir der Markusdom, der Dogenpalast, der Blick auf San Giorgio Maggiore und hinter mir der Markusplatz, im Grunde menschenleer. Und ich glaube, das ist für Juni eine historische Aufnahme. Endlich kann man wieder ungestört durch stille Gassen schlendern, sich im Labyrinth der Straßen verlieren und dem Zauber ruhiger Plätze nachspüren. Von Henry James stammt das schöne Zitat: Es gibt zwei Arten von Städten, alle anderen und Venedig. Vielleicht sind Ihnen in Venedig schon einmal die vierstelligen Häusernummern aufgefallen. Das liegt daran, dass die Habsburger erst im Jahr 1801 die Hausnummern in Italien aufgenommen haben. Und es gibt insgesamt 29.254 Hausnummern in Venedig. Und das führt zu den vierstelligen Nummern. Und deswegen möchte man auch in Venedig kein Postbote sein. Denn die Nummern orientieren sich nicht an den Straßen, sondern die sind einfach von San Marco oder dem Dogenpalast mit 1 durchnummeriert bis zum letzten Haus. Immer wieder wird ja die Sorge geäußert, Venedig könnte durch die vielen Touristen zu einer Art Freilichtmuseum werden. Aber ein schöner Ort, wo man das Alltagsleben der Venezianer sehen kann, das ist hier morgens früh am Fischmarkt am Rialto. Zu Venedig gehört auch der Tod in Venedig. Die berühmte Novelle von Thomas Mann. Und Schauplatz dieser Novelle ist hier das Hotel de Bains, eines der Grand Hotels. Es ist in die Literaturgeschichte eingegangen, denn Thomas Mann selbst war hier zu Gast und ist hier inspiriert worden zu seinem Buch. Und hier hat die High Society um die Jahrhundertwende ihren Urlaub verbracht. Direkt hinter mir ist der Strand, denn wir befinden uns auf dem Lido von Venedig. Von der einstigen Pracht ist allerdings nicht mehr so viel übrig geblieben. Das Hotel de Bains steht heute leer. Und die ganze Einrichtung ist bei eBay verscherbelt worden. Ein ganz zauberhafter, verträumter Ort in der Lagune von Venedig ist die kleine Insel Torcello. Und hier liegt der eigentliche Ursprung von Venedig. Hierher kamen die ersten Siedler und die Kirche, die Sie hier sehen, ist bereits aus dem Jahr 640. Später allerdings verlandete die Insel und die Siedler zogen weiter ins heutige Venedig. Liebe Reisegäste, mit diesem Blick über den Canal Grande sage ich Arrivederci aus Venedig. Reisen in Corona-Zeiten, das wollte ich Ihnen zeigen, bietet ungeahnte Möglichkeiten, sonst überfüllte Städte oder Landschaften neu und mit Muße zu entdecken. Eine große Auswahl unserer Reiseziele finden Sie auf der Heidegger Homepage und unten in der Videobeschreibung finden Sie die nächsten Termine unserer Venedig-Reisen. Machen Sie es gut!